Sag mal, wieso denn abgesetzt? Ist das jetzt irgendwie ein Scherz? Na prima. Fängt ja gut an, der Morgen. Toll. Schönen Dank auch. So, wie erreiche ich den jetzt? Komme ich denn jetzt dahin? Jetzt muss ich die irgendwie alle anrufen oder was? Warte mal. Okay. So, ja. Nee, ja, hallo. Wollte ja nur mal hören, wie es dir geht. Alles okay? Bei mir ist alles super, ja, danke schön. Ja? Warum? Ziehst du um? Ziehst du um? Ob ich umziehe? Ja, guck mal, die ganze Zeit. Ich bin mal Nachbarn im dritten Stock. Wir hatten Pool und einen Tennisplatz. Da bist du bescheuert. Ich habe nichts anderes vor, als dass ich jetzt gerade meine Kartons auspacke, was ich schon mache. Weißt du, was ich gefunden habe? Ich muss es dir ganz kurz zeigen, dass es so geil ist. Weil das echt. Wusstest du, aber es ist jetzt nicht. Ey, wusstest du, dass Lisa mir einen Brief geschrieben hat? Und zwar, weißt du, wann er mir geschrieben hat? Im September 2010. Nein. Im September 2000. Und weißt du, was der Witz ist? Ich habe es noch nicht gelesen. Nein, das gibt's doch nicht. Ich habe an mein altes Räuberherz hat sie geschrieben. Egal. Jedenfalls da bin ich jetzt gerade dran, dass ich halt so alle Sachen so mal, weißt du, so, jetzt ist ja Zeit. Da kann man ja alles so mal sich angucken. Max? Hallo? John? Ja. Ich habe eine Sache noch, die mir echt mehr auf dem Herzen liegt. Außer den ganzen Sachen. John? Ja. Pass auf, der Witz ist der, ja. Also pass auf, es geht um Lambert, ich finde, dass er ein bisschen übertreibt, was er da gerade macht in unserer Serie, weißt du? Also die letzte Folge, verstehst du? Bisschen übertrieben, oder? Ja, aber weißt du, eigentlich... Und es hat, ganz kurz, ich sage das ganz ehrlich. Hör mal zu, das hat nichts mit Lisa zu tun. Ich sage das ganz ehrlich. Ich bin überhaupt nicht eifersüchtig. Das weißt du. Aber wirklich, wenn er jetzt auf einmal mit Gesundheitsscheiße anfängt, wenn er jetzt auf einmal in der nächsten Folge Kickboxen will, ist das witzig? Nein, das ist nicht witzig. Das ist nicht witzig. Er sprengt den Rahmen. Er macht es einfach riesig. Hey, John! Ja, was ist? Aber sagst du es ihm? Kannst du es ihm bitte einfach sagen? Ja, natürlich sage ich es ihm. Könntest du so versuchen, es ihm so zu sagen, dass es nicht so aussieht, als ob es von mir kommt? Ja. Du, ich versuch's. Ich kann dir nur sagen, es hat wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn, dass ich ihm irgendwas sage, weil... Warum? Ist doch völlig egal. Du sagst es ihm. Komm, mach's. Hallo? Mach's. Lambert? John? Ja? Mann, da bist du ja. Ich versuche dich schon seit Stunden anzurufen. Ja, entschuldige bitte. Wenn ich drauf bist, du nicht da. Was soll das eigentlich? Du hast mir versprochen, ich kann dich Tag und Nacht anrufen. Ja, kannst du ja auch. Nee, kann ich nicht. Ich habe nicht gesagt, dass ich Tag und Nacht da bin. Du kannst anrufen, wenn du willst. Ich weiß nicht, was du nicht halten kannst. Ich habe dich gerade akustisch nicht gehört. Du musst aufpassen, dass du nicht ganz so laut wirst. Dann ploppt der Lautsprecher und dann ist nur noch ein... Hör zu. Bevor die Leitung wieder zusammenbricht. Ich muss mit dir sprechen, aber unter vier Augen. Bitte versprich mir, dass das unter uns bleibt. Das wird schwer. Hallo, Lambert. Sag mal, ist ja der Max in der Leitung. Okay, er hat doch gerade aufgelegt. John, sprichst du parallel mit Max? Nein, ich spreche nicht parallel mit ihm. Ich habe mit ihm telefoniert und er hat aufgelegt. Was kann ich denn dafür, dass der sich wieder eingewählt hat? So, jetzt pass mal auf. Wieso hat der überhaupt deine Nummer? Sag mal, warst du beim Friseur? Ist Nein, nicht rangekommen, oder was? Quarantäne, Mensch. Er ist mit dem Traumschiff-Captain durchgebrannt. Dieser. Das ist das Letzte. Aber darum geht es jetzt nicht. Hörst du, sag mal, kann ich jetzt mal mit dir sprechen? Fünf Minuten Aufmerksamkeit, geht das? Ja. Bitte. Es ist wirklich wichtig. Hör zu. Ja, erzähl. Also dein Buch ist großartig. Das ist eine Weltklasse-Geschichte. Damit kommen wir ganz, ganz groß raus. Ja. Aber hör zu. Also die Stelle, an der ich mit der Dings spiele, weißt du, dieser erste große Auftritt hier, wie heißt sie jetzt nochmal in der Figur? Meinst du jetzt Lisa? Ja, genau. Also jedenfalls, also ich habe mir gedacht, wenn das zur ersten Begegnung kommt, ja, und wenn wir ein bisschen Nebel hätten und dann ist so vielleicht so eine Gang, ja, ich vielleicht nicht, also Skin finde ich ein bisschen abgedroschen, aber Syrer auch. Aber vielleicht könnten wir Chinesen nehmen. Da gibt es doch bestimmt ein paar, die jetzt nichts zu tun haben. Und dann habe ich mir gedacht, ich könnte, weißt du so, ich mache doch jetzt Kickboxen. Ja. Und da könnte ich die doch mal alle einfach mal sofort zu Boden kicken, ja, und da würde ich einen super Entrance haben, oder? Das ist doch total genial.
Ich denke einfach drüber nach, ja? Nee, warte. Also, pass auf. Also, ich möchte, dass es unter uns bleibt, okay? Aber hast ich möchte du mir schon einen, gesagt, ja. Ich möchte einen Imagewechsel, okay? Ja. Ich möchte nicht mehr diese Rollen spielen. Das ist doch so, heute, die lesen ein Drehbuch und da steht dann zum Beispiel ein Arzt und dann sagt man, ah, das kann doch der Lambert spielen. Der ist doch Arzt. Ja. Das ist deshalb aber nicht so. Hey, ich bin Lisa ist da. Verdammt. Lisa ist da. Was? Hast du gesehen, Lisa ist da. Hi. Hey. Lisa. Hey, Mensch. Guck mal, Skippy ist ja auch da. Jetzt komme ich endlich mal durch. Ich habe mir echt schon Sorgen um dich gemacht. Sag mal, geht's dir gut? Ist das nicht irre? Also ich meine, was dieser scheiß Virus mit uns macht? Jetzt sitzt man endlich mal zu Hause und kommt mal wieder dazu, Dinge zu tun, zu denen man sonst nicht kommt. Ne? Ich habe zum Beispiel ein super geiles altes Bier wieder gefunden. Und das, was soll ich dir sagen, das schmeckt immer noch. Hör mal, hier, hol mal eine Flasche Bier, ja. Guck mal, ich bin schon richtig weit. Aber was ich dir sagen wollte, also. Kriegst du schon vor für den Winter? Ich wollte halt wissen, wie es dir geht. So, du, mir geht's gut, mein Hase. Aber ich glaube, wir haben hier gerade einen Kuddelmuddel. Ich glaube, es sind alle ganz in der Leitung. Ehrlich, die Arbeit mit dir macht eine solche Freude. Die macht so einen Spaß. Du bist so ein toller Regisseur und du holst wirklich das tollste, wunderbarste, kleinste Grümelchen aus uns Charakteren hervor. Und deswegen, ich habe jetzt, nimm es als Inspiration sozusagen. Okay. Sag mal, pass mal auf. Ich finde ja, und jetzt haben wir ja die Möglichkeit, ich finde ja, also meine Figur, die könnte man doch so ein bisschen stretchen. Weißt du, was ich meine? Nee, stretchen. Stretchen, ja, also stretchen. Wie, meinst du jetzt wie eine Limo oder was? Du bist doch ein Quatsch, kommt doch nicht wie Limonade, sag mal. Okay, das Bier ist ganz schön stark. Also, ich dachte sexuell stretchen, weißt du? Also, ich finde, man könnte meine Figur noch so ein bisschen, man könnte der noch so einen anderen Flow geben. Also, um es ganz genau zu sagen, weißt du, ich finde, wir können uns durchaus trauen, das Genderfluid in den Flow zu bekommen. Wir müssen Genderfluid mainstreamiger werden. Ja, also nein, das ist doch ganz, pass auf, ganz ehrlich, was hältst du denn dann vor? Was hältst du davon, wenn wenn Skip und Lisa das miteinander hätten? Wer mit wem? Skip und Lisa. Also wenn ich Lisa anschaue. Hi John! Sie ist schon vor mir. Hey. Ist da was? Hey. Ich bin auch da. Und Lisa. Hi, Lisa. Du, Hi, Lisa. Ja. Hallo, mein Schatz. Ich muss euch was sagen. Hallo. Du siehst ja zauberhaft aus. Du hast wieder diesen Glow. Jetzt Wahnsinn, deine Haut. Es liegt an der Schmiere auf der Kamera. Mama, hey. Max, Mensch, hey, sind alle da. Hallo. Ich wollte nur noch mal ganz kurz mit schön, John. Schön, euch zu sehen. Hey, Lisa. Wie geht's? Ehrlich gesagt, prima. Wie geht's dir? Mir auch. Danke, dass ihr fragt. Hallo, Max. Skippy, hey. Geht's dir gut? Ja, John? Super. Ja. Ich muss unbedingt mal mit dir reden. Ja. Aber das machen wir dann. Nein, der Goethe, Lambert ist auch da. Lambert in the house. Lambert in the house. Hey, ich finde das super, dass ihr jetzt alle da seid. Das John. Ja. Ja, na, ich habe es versucht, ja. Ich meine, ich kann es ja jetzt auch allen sagen, jetzt geht hier auch noch das Telefon, ich werde wahnsinnig. Damals, ich dachte, du bist noch auf dem Berg. Werde einfach wahnsinnig. Hallo! Ja? Bist du noch auf dem Berg? Hallo, ach, jetzt endlich, dieses Scheißteil hat nicht funktioniert. Ich habe euch überhaupt nicht gehört, ich habe euch alle gesehen, aber ich habe kein Wort gehört, das war wirklich, also sowas habe ich ja noch nicht erlebt. Jetzt hängst man du muss mit guten Materialien arbeiten können, Mensch. Grüßt euch. Du, wie geht es euch, ihr Lieben? Es geht uns fantastisch. Jetzt einmal ganz kurz. Was wollte Lisa mir sagen? Du, John, das machen wir mal unter vier Augen. Ah, oh, okay. Geht da was? Okay. Lisa, also wir hatten eine Verabredung, ne? Wir wollten nur über Farben sprechen, über emotionale Befindlichkeiten, über Töne. Ja, Schwingungen. Sag mal, worum geht's und, jetzt? Ja, John, ich weiß nicht. Aber unabhängig davon. Plötzlich geht es hier nur um sexuelle Orientierung von mir. Ich meine, was hat denn meine persönliche Sexualität mit diesem scheiß Film zu tun? Man muss sich doch ausprobieren. Was? Was? Habe ich was?
Weißt du, was verpasst? Wovon du gerade redest? Sexuelle ja. Orientierung? Deine sexuelle ja. Orientierung, ich meine. Was? Entschuldigt. Ich glaube, ich habe einen Tinnitus. Ich glaube, ich habe einen Tinnitus. Was wollte er gerade sagen? Hey? Ich habe es auch nicht verstanden. Jetzt ist er wieder weg. Mensch, ich muss euch was sagen. Ich werde wahnsinnig hier mit euch. Entschuldigt, ich musste kurz. Komm mal lieber. Du, da war gerade irgendwie deine Vertretung dran. Ich weiß nicht, wer das war. Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich war jetzt gerade noch kurz auf der Toilette. Das wird dann wohl noch erlaubt sein. Natürlich, oder? Natürlich. Hast du runtergewaschen? Hast du dir die Hände gewaschen, Lambert? Ich bin schon händewaschend auf die Welt gekommen. 20 Sekunden, meine liebe Skippy, ja? Das habe ich dir immer schon gesagt. Minimum 20 Sekunden. Und danach mit Alkohol. Aber nicht hier, sondern da. Ey. Ja. Was? Ey. Konstanze, rechts. Da habe ich doch gewusst, rechts. Der Max ist Max. Rechts. Hat Max ist Konstanze gerade da? Was? Ist sie da? Conny ist da, ja klar. Konstanze da? Ist sie bei dir? Siehst du sie bei dir? Ich freue mich übrigens für dich, Max. Läuft sie irgendwie bei dir rum? Sie ist hier, klar ist sie hier, warum sollte sie nicht hier sein? Es gibt überhaupt gar keinen Grund, so garstig zu sein. Nein, aber sie ist seit 2 Wochen hier und das ist dein erster Satz. Hätte auch sein können, hey, wie geht's unserer Tochter? Hätte sein können, muss nicht, hätte sein können. Aber war nicht, aber ist egal. Du Max, ich weiß jetzt nicht, ob deine persönlichen Frustrationen hier für uns alle Thema sind. Das ist doch Schnee von vorgestern. Ich meine, ihr macht das alles prima und du musst es aber doch jetzt hier nicht einfach so immer dich auskosten. Lambert, ich meine, ich kann dich, ich kenne einen guten Therapeuten, wenn du unbedingt möchtest. Lambert, ich kann das mal vermitteln. Ja? Halt dich raus. Okay, gut. Dann meditiere ich eben. Easy. Gut, ja, was auch immer du tust, aber es ist nicht dein Bier. Ich quatsch doch mit Konstanze. Dann meditiere ich eben. Die ist doch groß genug, da muss ich dich doch nicht fragen, wie es ihr geht. Ach so, okay. Klar. Und wenn ich sie nicht erreiche, freue ich mich von dir zu hören, dass sie da ist. Ja, es geht ihr gut. Sie benutzt meine Kondome und es geht ihr sehr gut. Sie ist erst 16, aber sie benutzt meine Kondome. Es sind alte Kondome, ich glaube, sie sind ungefähr 20 Jahre alt, aber sie benutzt sie. Ich erlaube es ihr, es ist okay. Aber es geht ihr gut. Irgendwas auf die Nerven? Nein, gar nicht. Nein. Nur ungern unterbrechen, aber ich glaube, es wird Zeit, dass ich jetzt das sage, was ich von Anfang an sagen will. Also, ja, bitte, Max, keine privaten Sachen mehr, oder? Das sage ich dir, mein Freund. Wir sind doch hier nicht in der Selbstfindungstruppe. Ach, Gulliver, geht's dir? Wir wollen über das von John reden und wie wir das jetzt am besten in diesen schrecklichen Zeiten umsetzen können, ja? Ich finde übrigens die Idee von dir großartig, John, ja? Und wie du wieder die Figuren aus sich heraus erzählst und führst, ich meine, das ganz, wird großartig, ja? Ich denke mal drüber nach, John, was ich dir gesagt habe. Ich denke über alles nach, was ihr mir sagt. Redet ihr privat? Nein, das ist... glaube ich, jetzt irgendwie die Eier aus dem Wasser holt. Nee, es ist wieder da. Das war der Wecker von meinem Mittagsschlaf, der jetzt beendet ist. Das ist auch Lisa, schön. Lisa, du siehst fantastisch aus. Eine Lisa, Siesta. Siesta Mexicana. Es tut mir leid, euch mitteilen zu müssen, dass unsere Serie abgesetzt ist. Das ist großartig. Der war nicht schlecht. Der bringt mich sogar zum Lachen. Sekunde, hab ich gedacht. Der war nicht schlecht. Sonne 1:0 für die Bart. John? Anscheinend, ja. John, seit wann? Seit eben. Ich habe gerade die Mail bekommen und sollte freundlicherweise das an euch weiterleiten, weil die Produktion zu viel Schiss vor euch hat und vor allen Dingen auch der Sender. Einschaltquoten reichen nicht und anscheinend hat keiner mehr Lust auf eine WG voller Irrer. 6 Staffeln, es war schön. Es geht überhaupt nicht weiter. Wir machen auch sozusagen die Bücher, die es jetzt schon gibt, werden nicht gedreht. So ist es. Das ist doch Quatsch. Ich meine, jetzt hör mal auf mit dem Scheiß. Ich sag mal, ihr macht ja, das ist jetzt ein Witz, oder?
Nein. Wieso? Wir sind ein geniales Ensemble und wir sind überhaupt die erfolgreichste Serie seit Erfindung der Serie. Ja? Ich meine, sowas muss man sich erst mal trauen. Das kann nicht sein. Das kann ist nicht so, sein. Kinder. Ist so. Ist so. Und es nutzt nichts, dass wir uns geil finden. Lambert, darf ich? Lambert? Was? Darf ich? Du darfst alles, Schatz. John, ich wollte dir sowieso sagen, dass ich in spätestens 3 Monaten raus bin. Was denn? Das ist voll nicht schwanger. Ich habe gerade so Rauschen. Was, wie bitte? Hallo? Das haben wir verabredet. Ich bin schwanger. Nein. Ich hab dich gefragt, ob ich darf. Ja, aber doch nicht darüber. Ich dachte, du sagst jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Trenches, looking for a way to escape. You always catch me down.